Hey, Freunde, willkommen zu einem neuen Siege gegen Serotonina und Weeping Angels. Ja, das Ding ist, der ganze Siege ist pre-recorded, weil ich habe vorgeschlafen. Aber ein bisschen kurz Pause oder. Ja, hier Runen halt, kennt ihr eh. Ich habe halt vorgeschlafen, ich habe mir einen Wecker gestellt für 21 Uhr. Oder kurz vor 21 Uhr. Global Siege fängt hier um 21 Uhr an. Ich habe aber den Wecker gestellt, weil irgendwie nicht gehört oder was, ja. Ich bin dann irgendwie 20 Minuten nach Siege-Beginn bin ich aufgewacht, dann habe ich geschaut, ging also wen wir haben. Dann dachte ich mir, okay, ja, scheiß drauf, ich schlafe einfach weiter, ja. Deswegen ist halt der ganze Siege pre-recorded. Ich habe es noch nie geschafft, alle Tags reinzukriegen. Ich habe es Gott sei Dank geschafft, 9 von 10 reinzukriegen. Ich weiß nicht, bin teilweise fast davon ausgegangen, dass ich irgendwie nur 3 Tags oder was reinkriege, aber ja, wurden Gott sei Dank eh 9. Ja, das war der erste. Ich habe wieder mal Poseidon und Galleon und Tiana geused. Keine Ahnung, will ich eigentlich nicht, aber ja, manchmal muss halt irgendwie sein. So, der zweite Fight hier. Momo, Praha, Rakan. Ja, ihr kennt das Team, sage ich mal. Ich musste da rushen, weil irgendwie gerade der Tower aufgegangen ist, dass wir halt einen Plant halt reinkriegen. Na, deswegen habe ich da jetzt irgendwie keine Runen gezeigt, aber. Ja, ich meine, Windpanda use ich glaube ich eh jedes Mal, Alia mittlerweile auch. Nora ist auf, weiß ich nicht, irgendwas Standardmäßiges halt, Spare irgendwas, ne? Ja, der Start gar nicht so gut eigentlich, mit dem Praha-Strip und alles, ziemlich viele Dots, aber ja, die Praha ist schon mal down. Und unsere Alia halt auch wieder voll, also das Team ist halt so. Ich bin von Nora irgendwie nicht so übertrieben begeistert, sag ich mal. Da finde ich sie nicht übel, da habe ich sie halt gebracht wegen Rakan, ne? Wegen Rakan zum Strippen. Ja. Ne? Pendo ziemlich low grad, aber. Wäre eh wurscht, ja. Selbst wenn der Pendo halt stirbt, Momo hat ein paar Dots oben. Ne? Die anderen beiden, die beiden Totems hier würden. Würden das so oder so noch finishen, von daher. Ja. Aber hey, Panda stirbt eh nicht. Gut. Zweiter Fight, zweiter Win, ne? Wollte ich gerade sagen. So, Fight Nummer 3. Dominic, Molly, Theo, ja. Heute probiere ich mein Glück mit Galleon, Christina, Chloe. Es ist halt wirklich, es ist gar nicht. Es kommt halt einfach darauf an, was halt Galleon macht. Ne? Es ist halt eigentlich eh immer nur Galleon. Es ist halt wirklich diese 15% da einfach. Wäre halt echt cool, wenn sie das mal irgendwie ändern würden. Ich meine, wenn du kein Resistance hast, dann hast du halt Pech gehabt. Ne? Aber ich weiß eh, es wird sich nie irgendwie ändern. Ja, Chloe first. Okay, es hat irgendwie geleckt, warum auch immer. War wie auch immer irgendwie ein scheiß Replay. Na, was weiß ich. Ja, Galleon verkackt auf jeden Fall nicht. Christina hier, vierten Skill. Alles down. Dominic down. Glanzen können wir ja Gott sei Dank nicht mit Christina. Deswegen ist Christina eigentlich recht gut gegen Molly. Genauso eben wie Poseidon. So, der nächste hier. Theo, Ashir und Sagar. Ja, mache ich hier mit Dominic, Wusa und Riley. Ja, ich wollte irgendwie wollte ich so Immunity halt haben, so wegen Booster halt, deswegen habe ich halt Booster da gebracht. Lustigerweise wie Outspeeden sogar mit meinem Booster, das, ja. Allerdings, ich erinnere mich an den Fight, absolut perfekt, was da gerade passiert, ne? Ashir Strip, Sagar Defense Break und Theo Vioproct. Guter Start, ne? So viel Glück muss man haben. Aber hey. Dominic Riley, gute Chance auf ein Comeback. Wenn Theo down geht, ist eigentlich Free Win, weil dann haben sie halt einfach nicht mehr genug Damage. Und tja, da geht er down. Ja, als nächstes halt irgendwie Focus auf Sagar ist eigentlich wurscht. Ne? Wie gesagt, mein Dominic ist halt eben auch ziemlich tanky. Hat irgendwie, weiß ich nicht. Das hat er, 50k HP oder so, wahrscheinlich mit Leader Skill plus Tower und alles, Gildenflaggen. Und trotzdem macht er irgendwie noch Damage und Vioproc'n tut er auch ab und zu. Also ja. Auch wenn wir irgendwie von Anfang an 2 gegen 3 hatten.
gewinnen wir das Gott sei Dank trotzdem. Ja, Healblock und so ist eigentlich. Healblock ist eigentlich auch urnice manchmal. Ist echt Wahnsinn, wie gut manchmal irgendwie Healblock ist. So. Ich glaube, das war irgendwie der vierte Win und so. So, da mache ich irgendwie nochmal so einen. Da habe ich irgendwie ziemlich spät recorded. Ja, zweiter Dominik habe ich irgendwie nicht umgeruhen. Der hat einfach irgendwie ein paar, ich glaube 1000 HP weniger und da 300 Attack weniger. Ansonsten auch auf Bio-Destroy. Diesmal halt mit Bollwerk und meiner zweiten Riley. Ja, selbes Team wie gerade wieder. Selber Plan, glaube ich, wie gerade wieder. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen fail ist, halt Speed-Tuning. Ne? Mein Bollwerk, wie man sieht, ist langsamer als der Dominik. Wäre der Bollwerk dran gekommen, hätte man irgendwie gleich schon den Durk poppen können, aber ja, es macht keinen Unterschied. Bollwerk halt wieder 5 Stacks, ne? Ashir plus Riley ist gleich Dankeschön. Ja, ich finish hier den guten Theo, das heißt, Damage Dealer ist halt wieder weg, das heißt, es kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja, war so eigentlich ein recht chilliger Siege, muss ich sagen, aber halt, ich habe halt urspät, ich weiß gar nicht, wann ich aufgestanden bin, wieder um 2 Uhr in der Nacht oder um 3 Uhr in der Nacht, irgendwie sowas halt. War wirklich schwer, irgendwie alle Attacks. Ich meine, ich habe eh nicht alle Attacks reinbekommen, aber wenigstens halt 9. War wirklich, ja, ziemlich schwer, weil die beiden Gilden haben sich dann halt irgendwie selber die ganze Zeit nur gebettelt halt, ne, und halt keine Tower von uns genommen. Ja, bisschen nervig, aber was soll's. Ja, 5 Wins in a row schon. So, als nächstes attacke ich hier scheinbar Molong, Dominik und Molly. Und das Ganze mit meinem Jump-Pong, der ultra squishy ist, mit meiner Savannah, die null Accuracy gefühlt hat, und meiner Tiana. Ja, war glaube ich irgendwie nicht so gut am Anfang. Mein Outspeed Tuma. Was macht Savannah? Ja, nur ein Defense Break und kein Reduce von Molong. Allerdings kommt halt jeder der Jump-Pong gleich dran, von daher ist eh wurscht, ja. Savannah mit dem Bioproc, wir finishen den Dominik, Bioproc von Chongpong, noch ein Bioproc und so. Das ist so ein bisschen das Team, an sich finde ich das Team cool, ja, aber es hat irgendwie trotzdem so ein bisschen viel Fail-Potenzial, würde ich einfach mal sagen, wegen der Molly und alles halt, ne, aber ja, da war ich irgendwie ein bisschen lucky. Oder auch nicht. So, ja, hier so ein kleiner Zwischenstand. Also hier, man sieht, Siege geht halt irgendwie noch 1 Stunde 10 und ich glaube, da hatte ich irgendwie. Das ist so, ja, sieht man ja. Ja, vier Tags noch über. Ja. Und das ist jetzt sehe halt, es gehen halt ein paar Tower auf, aber halt, ja. Weiß ich nicht, viele Guildies hatten halt eben auch noch Tags über, deswegen. Mehr als eine Attack pro Tower war halt meistens irgendwie nicht möglich. So. Was habe ich denn irgendwie attackt? Nochmal ein Theo, Ashir und Sagar. Was habe ich denn gemacht? Leo, ha? Windpanda, Leo, Lulu. Okay, ich glaube, ich benutze dann sogar einen zweiten Leo auch. Ich habe ja vor kurzem einen zweiten Leo gezogen. Gestern habe ich sogar noch ein Dings gezogen, einen Tyranus. Den habe ich gefeedet, wieder für ein Blessing. Ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 4 Net 5 gezogen in, ich weiß nicht, 50 Scrolls oder irgendwie sowas in die Richtung. Ja, das Team brauche ich glaube ich nicht wirklich erklären. Ich meine, Windpanda, Lulu, overpowered. Leo countert halt Theos Damage, ne? Ich waste sogar hier meine ganzen Torrents die ganze Zeit, weil es eh wurscht ist. Normal mache ich das nicht, aber. Ja, Sagar halt, provoked. Bisschen nervig halt, weil Full Defense Break und alles und Full Provoke und alles, aber. Ja, Bioproc von Pendo. Das ist halt echt so wild, wirklich. Wenn ich auch mal ab und zu einen Bioproc bekomme und die Gegner nicht komplett durchdrehen, ist so easy. Das Ding ist halt einfach gegen die overpowered Gilden, die haben halt irgendwie immer besseres RNG, ja? Das ist ja das Schlimme. Stört mich nicht, wenn die bessere Runen haben. Aber bessere Runen plus besseres RNG ist gleich scheiße. So, Ashir wird dann auch gleich down gehen. Wie gesagt, halt
Leo halt der einzige wirkliche Damage Dealer. Na, und jetzt hier sind also Damage halt cuttest mit Leo. 7 Wins in a row. Okay, ja, man sieht hier irgendwie der Punktestand halt, ne? Also hier, wir sind 105 Punkte kurz, ja, vom Win. Das ist eben jetzt mein letzter. Ja, so Dark Dryad, Vieh, Kung Fu Girl und Vigor. Ich habe hier Mimi geruhnt. Lust und Dover kennt er eh. Mimi halt einfach nur wegen dem Speed Lead. Weil man weiß nicht, vielleicht ist das irgendwie ein Swift Vigor oder vielleicht ist das irgendwie ein ultraschneller Bio Vigor. Hat ja einen recht guten Base Speed, ne? Ja, Mimi ist eigentlich auch recht cool. Also war jetzt Hall of Heroes. Der ist echt nicht schlecht, muss man wirklich sagen. Mal schauen, irgendwie, ob ich es irgendwie mal schaffe, den irgendwie, sag ich mal, richtig irgendwie zum Verwenden und halt nicht nur irgendwie zwecks Speed Lead. Ja, da geht das Team down. Bisschen risky, hätte irgendwie Lucian safe sein können, aber wie gesagt, keine Zeit mehr irgendwie gehabt. Ich habe dann, glaube ich, irgendeinen noch gecallt. Irgendwas habe ich versucht zum Attacken. Ihr seht es aber eh oben an den Punkten halt. Ja. Ging sich dann irgendwie nicht mehr aus. Ich glaube irgendwie so einen wollte ich machen oder was. Ich glaube hier Dominik, irgendwie sowas halt. Ich wollte irgendwas Einfaches, ja. Ich habe dann irgendwie Artefakte noch reruned und Runen reruned. Ich habe irgendwie ein Aerial, glaube ich, geruned. Oder wollte ich runen wegen dem Dominik oder was? Ich glaube, den da wollte ich dann machen, aber ja, ging sich halt nicht mehr aus, ja. Waren halt eben nur 9 von 9 Wins. Seien wir sich ehrlich, den hätte ich auch noch gewonnen. Also sagen wir 10 von 10 Wins, ja, eh wurscht. Ja, irgendwas call ich da gerade. Das ist eben eh der, aber ihr seht es halt nur noch 40 Punkte halt. Da suche ich irgendwie gerade, glaube ich, Ariel, der hat halt wieder kein Artefakt, deswegen fange ich da an zum Artefakt rerunen, ja. Wurscht. So sieht das Ende halt aus, also wir haben es halt gewonnen. Serotonina Platz 2, Weeping Angels Platz 3. Ja, ne. Ende der Map und Overpower the Box, ne. Ich meine, 150 Crystals, gar nicht so übel. 5 LD Pieces, auch nicht schlecht. Ja. Das war's. Montag halt wieder normaler Siege. Ist halt einfach so. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.